Welcome to Clause Nummer 4 und wer sind für Eltern? Von der wollen wir reden von den Fuder. Was die Fuder soll tun, den seine Rolle im Heim, im Haus. So, als die Fuder dort am Reit sind, waren die Kinder oder die Früh wird errichtet, dann mit einem Stock den Überressen und die wollen das abfixen. Dort ist nicht, was ein Lehrer ist. Biblisch ein Lehrer, Jesus lehrt uns, der Lehrer, das ist ein deinender Lehrer. Und dort ist, was die Fuder soll sein. Er soll seine Früh leiden mit Leib und auch die Kinder mit Leib und mit einem Vorbild. Und vorabgehen und mit einem Vorbild der Familie leiden. Und das ist mir immer so ein interessantes Beispiel, dass meine Mama vertellt, dass sie einen Traum gehabt hat. Das ist eigentlich noch Tisswehr. Dann vertellt sie mir, sie hat einen Traum gehabt und sie hat da wie eine Lara am Himmel gewesen. So sei sie wieder abgeklottert. Aber sie hat 8 Kinder. Und so sie hat ein Kind in einem Arm und das andere Kind in den anderen Arm. Und der andere, der will sie auch noch irgendwo sein zu holen und will danach mal klottern und das schafft alle nicht, das ging ja nicht. Dann einmal hat sie noch der andere Lara gecheckt und da wieder eine Oberschmamke gewesen. Und er hat bloß ganz freehanded, bloß wie eine Hecke geklottert und er hat Kinder hat sie gesagt, Kinder, komm doch, das ist das Akte. Und die Kinder werden hingehen geklottert. Dort ist ein Lehrer. Lehren, wo gehen, auch so das Akt. Paulus bringt auch so ein Beispiel, das ist das Akt, lebt das Akt, lebt. Wenn wir als Vater dort können sagen, zu unseren Kindern, das ist das Akte. Nicht ein Ding reden und das andere Ding tun. Dann werden sie verbiestet und weiten nicht gleich, wird handelt. Und wir haben ziemlich so zu hören, wenn wir von Lehrer reden, dort ist der Wort versagt, nicht? Und der biblische Weg von Wort ein Lehrer ist, ist das ein Schirm schafft. Dort ein Schutz ist über die andere. Und dort hat Gott zu den Kindern gesagt, dass sie sollen der Älteren gehorsam sein. Und dort hat Gott zu den Frühen gesagt, sie sollen am Mond unter uns sein, damit sie unter den Schutz bleiben von den Lehrern. Und wenn wir von Schutz reden, dann brauchen wir Vertrauen. Wie machen wie als Vater ganz das Erste, wie machen das Vertrauen haben im Heim. Das Erste bietet bei unserer eigenen Frühe, dass die uns vertrauen kann und dann, dass die Kinder uns vertrauen können. So, das Vertrauen ist das Wichtigste, was wir machen haben, wo wir machen noch sein, dass wir das Vertrauen wollen haben. Und wenn wir von reden, von was ist ein guter Vater? Wenn wir sagen, was ist der Mutstag, dass du weißt, dass ein guter Vater besser oder nicht? Like some denken dann an das, some denken an Jant, und some denken an Jant, aber erst der Mutstag nicht, wie viel Vertrauen hat die nicht hing auf die? Haben die Angst für die oder haben die Vertrauen auf die? Das ist der Mutstag. Und so, da habe ich hier von 8 verschiedenen Dingen, wo Fuders können Vertrauen abbauen mit den Kindern. Ja, und wir echt das besonders klar sagen einmal, wir von unserer Tochter, und so wir alle ein Teenager, und wir wie manche Menschen, und wir haben unsere Kinder gelernt, sie sollen alles essen. Und besonders, wenn wir bei anderen Leuten essen kriegen, dann nicht merken und sagen, das gleich nicht oder das gleich nicht. Like, dann eat, was du isst. Und wenn du was isst, was du nicht so gleich dann darfst du vielleicht mit weniger von dort, aber du darfst nicht weiten lassen, dass du gleichst dort nicht. Und so, nun, wie unsere Tochter auf einer Stelle, wie wir eine Herdenmenschen taub werden, und nun hat sie sich was genommen, was sie meist nicht essen kann. Das gleich sie nicht, dass wir für Arbeit fragen nicht. Und sie schämen sich damit. Sie wissen nicht, wie weit ich handeln damit. Wenn ich dort eine Garbage da, dann nur war in der Früh, ist das sein, dass eine Garbage und dann sie schämen sich so sehr damit und wissen nicht, wie sie haben wollen. Und ich sagte, ich bin arm, da bin ich das an. Aber einmal schämen sie ganz schnell noch arm und fragen sie, Daddy, was du das essen für mich? Sie hat das Vertrauen. Sie wissen, dass bei Daddy, der wird auch nicht auslachen, der wird auch nicht ausschämen. Der wissen, was das ging. So sagt bei Daddy kann sie Frauen gehen. Daddy hat das Vertrauen bei ihr. Hier haben wir 8 Dinge, von denen wir reden wollen, um Vertrauen abarbeiten. Das eine ist, im Hort leiden. Nicht bloß was sein, was du gleich so meinst, oder was du nicht lebst, wer du nicht bist. Im Hort leiden, das meint so viel, dort, was du die Bahn hast, kriegt das Testi. So, was hast du die Bahn? Erst dort, wo du deine Kinder was sein und wiesen und wo sie sollen hinkommen, wenn du dort die Bahn hast, dann kannst du im Hort leiden. So, das ist das Wichtige, dass wir dort haben, was wir wollen, wo unsere Kinder sollen hinkommen. So, im Hort die Kinder leiden, wo die sollen hinkommen. Wir würden das manchmal vergleichen mit einem Schattel. Und wenn du einen Kuffel bist, wenn du Kaffee nennst, jetzt, wird der Kuffel überrannt, dann wird er im Schattel nennen. Und die Kinder sollen dort nehmen von ihrem Schattel. Dort, wo der Futter von Gott kriegt, dort soll von ihm überrannt und dort, wo die Kinder nehmen. Den war ich ein Lehrer sein, in deinem da Lehrer sein. Dort, wo das meint, aus dem Hort leiden. Und ich denke manchmal so, das sei ja sei er gute Nachricht, auch sei er schlechte Nachricht. Wenn es dort meint so viel, die Kinder lernen mehr von wer du bist,
aus von was du sagst oder was du denkst. Und so, wenn du im Licht lebst, kriegst du von mir auch, aber wenn wir dann nicht von vorher reden, wenn wir im Licht leben, dort du hast nichts zu verstehen, dann, well, good news. Die Dinge werden uns herumkommen. Aus wie nach vielen Merken, aus wie nach so einem Ding für jeden, aber die wollen mehr lernen von wer wir sind, aus von was wir tun oder was wir sein. Aber das sei ja schlechte Nachricht, weil die wollen ein verstärktes Leben haben. Du hast nochmal gesagt, Jan seine Worte, die reden so laut, er kann erst nicht hören, was er sagt. Und so dort ist sehr wichtig, dass wir können dort leben, wo wir reden. Oder dort reden, wo wir leben, a bad way. In deine Frühleben. Wir reden ab der Ferienklasse von der Frühleben. Du hast mit dir Fall zu tun. Und hier hast du mit Vertrauen zu tun. Deine Frühleben, dort kann ich nicht feststellen, was von Unterscheid merkt in der Kinder, dass sie Vertrauen haben auf die Außenfutter. Wenn sie sehen, dass er Daddy läuft, ihre Mami, dort jaft ernst und rötet Vertrauen. Unbegrieblich graut. Red mal mit so einem Tinger, wie der Tinger dort weiten, dass er dort als nicht trüht, er Mann. Dann glaube ich, weiß ich, von was wir reden. So eine Tinger hat nicht vertrüht auf dort. So dass mir ein großer Unterscheid aus dort, wo die eigene Fan ist. Na, das Dritte ist, dein Kind dort merken feiern, dort hat er sei als ein besonderer Part von einer besonderen Familie. Dort fehlt, dass die Tinger dort vom Vater feiern. Das ist viel leichter gewöhnlich, als das viel leichter, dass die dort von der Mama feiern. Und das ist sehr fein. Aber wenn die dort vom Futter auch noch feiern, so viel mehr Vertrauen kriegen die auch vom Futter. Und das können vielleicht meinen, dass wir rechnen, dass viel, dass du im Port von uns bist. Du hältst uns mit, was du das und verschiedene Dinge, wo du mit anbest, dass uns viel wird, du bist im Port. Und die würde die Familie nicht vorig sein. Was würden wir tun, wenn du hier nicht wirst und so eine Dinge aus dort? Verschiedene Dinge können wir brücken, um den Märkten besonders im Port fallen in der Familie. Und das ist interessant, weil sie die Menschen gefragt haben, famous Menschen, muss sagen, der beste Ballspieler oder der beste Gitarrespieler, some von so einem Menschen haben sie gefragt, woher kostet das? Like, wir glauben alle, die haben einen besonderen Gouverneur in dort. Aber sehr viel von der sein, wenn es aus einem kleinen Jungen wäre, dann lobt mein Dad mich, für das er Ball spielt oder das er Gitarre spielt. Und dort gibt es so viel Mut, dass sie bloß ein Hecht haben damit. Und dort merkt er einen besonderen Fall, so dort ist ein Ding, was er sehr vertrauen abarbeiten wird. Und das vierte Ding, das Vertrauen abarbeiten für die Kinder, dort erst die Leute Fehler merken. Die Gelegenheit geben, ihre Freiheit geben. Wenn sie einen Fehler gemerkt haben, dann nicht den Fuß aus den dümmsten Menschen auf der Welt teilen. Den Leuten einen Fehler merken, und wenn sie einen Fehler gemerkt haben, dann dort mit den Taub bekehren, in den vielleicht Wiesen, den Wortgehörer können tun, um den Fehler nicht zu merken, was wir können besser tun, was wir dort sollten tun, und so ein Ding aus dort. Und es steht ihnen aus dem Dammkopf entsprechen. Oder den Proben ganz zu kontrollieren. Das wird auch. Wenn wir die Kinder loslassen, dass die Kinder Fehler machen und ein Leben mit Leib durchhalten, dort das sehr Vertrauen abarbeiten. Ein Weg von den Leuten Fehler machen ist, ein Vertrauen schenken auch. Du warst der Kern, der warst offen. Und wenn er dann doch nicht auf könnte, merken, dann nicht den Schlag behandeln oder den verachten, danach bist du der warst offen. Das muss hast nicht könnt, aber check mal, wenn du das so gut tun hast oder so, dann kann du das durchhauen. So, erstens ein Vertrauen schenken an euch dort, damit meine ich ein Loten ausfangen, als du da oben tun kannst. Und dann, du warst einmal bechecken, nur so stehen, wo das nicht am Leben wird gehen, dass du so einen Fehler merken, dass er am Leben ankommen wird. Aber Dinge, wo du kleiner sein, wo du nicht bohrt, kannst vielleicht noch mal ein paar Dollar die Fehler zu merken. Aber hey, das sind Modulas. Und so werden wir die Leute Fehler merken. Die ersten Fall das Vertrauen geben, dass sie kennen, das Proben zu tun, und wenn sie einen Fehler merken, dann die behaupten. Und manchmal wird das Fehler merken, meinen die dann Strafen dafür. Aber was ich gerade so sehe, dort ist mir bloß sehr wichtig, dass wir das weiten, dass Strafe wird nicht Vertrauen abbringen. Wenn dort ein Leben getan wird, da wollen, dort wird das Vertrauen aufgebracht. Und so, die Strafe, die hier der ganze Verfall haben, wenn das ein Fehler ist, was Strafe fehlt, nicht? So, dort fällt es mir so, dort fehlt es wieder sehr klar, ha, die Strafe wird nicht Vertrauen aufbringen. Wenn der Strafe fehlt, dann fehlt Strafe ein Leben, dort da wollen, dort wird das Vertrauen aufgebracht. Hier haben wir einen Satz, der sagt, Strafe bringt nicht Vertrauen auf, Strafe bringt nicht Angst, wenn dort ein Leben getan wird.
Und ich kann ein bisschen kleines Beispiel geben, like ein kleiner Jung, der dann nicht so durchanfuten, dann sagen wir, nee, das sollst nicht. Und was wir dann den da bloß wegholen, oder lassen wir den dort proben. Wenn wir den bloß wegholen, dann haben wir ihn noch nicht geliert. Ich werde ganz essen, das dort nicht, ich weiß, dass jeder das wohl so essen, aber ich werde ganz, dann haben wir den noch nicht geliert. Aber wenn wir den dann lassen, proben und an den Strophen dafür, dann hat er geliert, okay, nee, meint nee. So, das ist ein bisschen so ein kleines Beispiel, dass dort ja wieder bei den Kindern groß sind. Aber loslassen, nicht vorsholen, das bringt Vertrauen. Das Fünfte denke ich ist, dein Kind sein ähnliches Leben respektieren. Das Kind sein ähnliches Leben respektieren, das meint, den seine Gefallen. Wo fällt dein Kind, was immer du dann erst von über den Nächsten oder über die, oder dort respektieren, du noch horchen. Was sagst du, was erst du? Ich will ein Klimat vertellen von uns, eine Tochter aus dort, ein kleines Mädchen, wir blüsten, dass die weiten Wort wie von reden, wenn wir reden, von einem anderen Leben. Sie sei wie, ich glaube, sie wird vielleicht sein, 3 Jahre warst. Dann hat wir einmal Jahres, und da hat ein kleines Jungchen, wird vielleicht 2 Jahre wie, ein kleines Jünger aus sei. Und dann spielen sie ein bisschen taub und das schafft alle Fan, aber man einmal schubst der Jungen, aber blüsten dort im Blatt nennen. Und seitdem dann, und ich wasche ihre Arme auf, sie wird ganz blattig lang haben, ich wasche ihre Arme auf. Dann wurde ich auch ein Dei, mir alle doch, sei ein Dei. Und dann sieht sie ziemlich stolz zu mir, Mami, wir wollen dir mir ein Blatt anschubsen. Und okay, ich probiere zu bereden, und dann, als ich ihr sehe, okay, dann werde ich die Nacht gehen und das Kleid antragen, dann sieht sie, Mami, dann darf ich so ein Kleid antragen, dass der Junge mir auch was gleichen. Wie würden Gott, da könnte man unsere Jahrestaub lachen, aber so ein cute little girl, was so ein Spuß mögt, aber sie hat ein Fenster aufgemerkt, nur er hat. Und dann ist das empfindlich. Dann ist das wichtig, dort wieder zu sparken. Wenn ein Kind erst dort das Fenster aufmerkt, dass es hart aufgeht, dort habe ich ein von beides, dort Vertrauen doll bringen oder das Vertrauen hoch bringen. Das ist eine sehr wichtige Stelle. Du darfst bloß immer lachen und keine Antwort geben, dort nicht erklären. Dort, wo ein kleines Kind dann das Fenster aufmerkt, wenn wir es dort nahen, dann, das wird niemals mehr tun. Noch sind dort sein, das wird ihm schön. Und wenn er steht dort tun, dann wird er erklären, check mal. Das hat nicht mehr das Leid zu tun. Das ist eine andere Ursache, wo ich nicht getan habe. Das hat nicht mehr zu tun, dass er die nicht gleich oder was immer. Ich habe ihn nicht erklären. Und dann hält er Vertrauen auf uns. Dass er das nächste Mal war, was auch mehr. Ja, und dass er weiß, dass dieser Schmack, ob du so ein Kleid hast oder nicht, dieser Schmack, das hat nicht mehr das Leid zu tun. Ab so war ich dort erklären. Ich weiß von sehr viel mehr alles, dass wenn er erst in den Jugendjahren ankommt, junges auch. Aber wenn er schon in den Jugendjahren kommt, dann hat er dem ganz taunet hart der älteren Jungen immer. Wir wissen, wenn sie das mal, wenn sie ein Fenster im Klima aufgemerkt, dann ist das wei. So sie merken ein Fensterlevel bis tauen sei nicht mehr. So das sei wichtig, Tim Vertrauen abarbeiten, dass wir das morgen, wann das Fenster aufgeht, dass wir dann abpassen dann noch. Und dort ist ein Ding, was ein Kind nicht hat zu bemerken, dass der Mann das Fenster aufmerkt. Dort sehen ihn nicht. Dort der Platz, ein kleines Kind, der alle wissen muss. Und ich glaube, wir waren dort alle von jenen Dingen gefällt hat. Und einmal fällt die dort, das ist irgendwas, was von deinem Band kommt. Und dann ist es wichtig, wo wir damit umgehen. Und wenn du dort noch nicht angedacht hast, dann von dir wieder hast, dann denkst du mal an, wann so eine Dinge dort passieren. Das erste merken ob. Und wenn du dann auch mit umgehen, dann kriegst du eine Wunde, dann kriegst du weiter. Und dann, wenn du jedes Mal, was dort passiert, dort das immer wieder frisch weiter, wenn du auch merkst, dann warst du auch, wenn du ein Teenager erst, dann hast du sich das gelehrt, das niemals mehr aufmerken. Nicht aufmerken. Und dann wundern die Eltern sich, was ist mit dem Jungen oder mit diesem Jahrarecht? Das gehen an, wie kann ich mit dem vertalen, das schafft nicht. Und das kann von herkommen aus einem ganz kleinen Kind. Und jeder Mal frisch. Probe die aufzumerken, no, das war die Kinder spissen. Und dann über dem hast du gelehrt, no, das war ich bloß mehr aufmerken, wenn sie das immer weiß. Aber wie hat die andere Seite auch gesehen? So eine Mialen, die im Sohn noch 18 Jahre sind, und hat jemand einmal irgendwas Schwores belebt, junghaft und oft gesagt, oder irgendwas, was ein sehr schwer ist, und sie rohren, dann gehen sie bei der Rippe schaut rohren. Wenn sie hart vertrauen, bei der Rippe können sie das Fenster aufmachen. Sie wollen einen Hechhalten. Und hier wollen wir noch einig, wir wollen natürlich neun Hallen kennen, wo wir können spüßen und wo nicht. Man sagt, nur reden wir von hier, wenn das Fenster aufgeht, dann wollen wir direkt mit umgehen. Und da sind aber Städte, wo wir wollen können spüßen, nicht? So,
ab einer Stelle, wo das Kind aus der Dinge alle ist, wenn das aufmerkt, damit wir das prüfen können als Eltern und wir als Eltern so glück genug sein, zum checken, okay, hier werden wir nicht spüßen, hier werden wir nicht das ernst nehmen und das Fan behandeln. Dann das nächste Mal an Tjabe vielleicht spüßen, so ein Ding ist dort so. Du musst wieder bekicken, was ist das? Tjabe nicht spüßen oder werden wir nicht ernst? Und das weit wie von uns, eben mit unseren Freunden, wir werden uns hart aufmerken und wir werden nicht. Und eben Jesus lehrt uns dort, er sagt, schmied dir eine Perlei nicht für das Schwein. Dort meint so viel, merkt das Fenster nicht auf, ob so eine Stelle würde ihn bloß verspecken und verrieten wollen. Halt das Fenster für ihn selbst, bei der Stelle, dass wir ihn aufmerken, wie ich vertrauen haben. Und dort sollen unsere Kinder auch. Und dort tun die für selbst, dass sie weiten, ob sie wollen Fenster tauchen. Und das nächste ist, nach den wir abpassen, wann er oder sie eine große Freude belebt. So, da kann hier Kracks auch passieren. Wenn ein Kind eine große Freude belebt und wir bloß an Stand überhaben oder was immer das, kann Kracks so sein, dass sie ein Fenster tauchen. So, wenn ein Kind eine große Freude belebt, dann werden wir aufmerksam sein und horchen und ans Mett freien. Und mit Freunden checken, wo das ist und so wieder nicht. Und dort kann ein kleines Kind sein, wo der riesige Stein hat, den er in der Schabachsen abbringt und sagt, check, was ich gefunden habe. Ja, und das ist die Lehne, wo ich sage, check mal, wir werden nicht meine Bachsen schmecken, wenn es wie sind, bei unseren Lieden sind das und so. Aber schmack der Stein. Mit Feilen, mit wo das Kind feilt. Ja. Na, das siebende ist, die Kinder fehlt und Daddy seine starke Arms. Die Kinder fehlt und Mom vertraust, aber die Kinder fehlt und Daddy verschützt. Und so die starke Arms, dort die Kinder anfuten, das wird sehr wichtig. Und was danach, was ich von mir selbst belebt habe und von anderen auch gehört habe, dass wenn Daddy mit einmal anfut, und wie ich denke, so, okay, mein Dad wird mir anfuten und fertig, haben uns einen Hug gegeben. Aber man einmal dann hält er seine Arme mit länger. Ich würde auch was loslassen, aber er hält mich nach uns. Dort ist noch eine extra Leib. Dort ist ein Schutz. Eben ganz was gerade, was von der ersten Nacht nach. Ich gleich dort, wenn mein Dad mich anfängt. Und dort fängt mich ganz clean an. Und das kommt manchmal darauf an, dass wenn Mialtjes ist zu mialen worden, dann werden die Daddys abhören. Und die Mialen filtert an die Daddy seine reine Vorderleib. Wenn sie von dort nicht, dann sehen sie, dass Leib irgendwo sitzt, wenn dann kann es ein sehr schwindiger Leib sein. Mhm. Und wenn sie aber den Daddy seine Leib vervollfeilen auf eine ganz reine Futterleib, dann ist es, als wenn ein Kuffelleib voll ist und sie brauchen euch gut sehen. Nur irgendwem wäre was eine schwindiger Leib geben oder was immer daran was sein abgeht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr war morgen, so eine Mialen, wo der Säue hängen rund sind, nur Junges, in der Teenage-Jahren. Dort ist meist ganz sicher, der hat Tüß nicht entgoldet heim. Der hat, die Mialen hat nicht eine Gemeinschaft mit ihr Futter. Dort ist du ein Twee, dort schafft er nicht. Und Kuffel ist ladig. Kuffel ist ladig, und die Mialen, der Rand raumt und sagt, wo ist ein Junge, wo mir mal was Leib bewiesen, mir fehlt Leib, wo er dann. Und dann gibt es der Tau noch irgendein Wort. Motorsprechen. Dort wie unsere Kinder Motor sprechen. Dort ganz starke Zeit, dort können verschiedene Dinge sein. Die Kinder seien dann auch noch leicht, ich kann das nicht. Dat, dann waren die alle waren vielleicht noch Eier, das hält nicht an mit mir. Oder eben in der Schulzeit. Meine Rechnung sagt das immer alle anrechnen. 50% von meinen Rechnung sind anrechnen, das hält nicht an, ich kann das nicht. So wieder nicht. Dort wie ein Motor sprechen. Das fährt für uns noch schwer, dass so viel Motorsprechen der Werte haben, als würde fehlen, nicht? Aber das ist wichtig, dass wir nicht abgeben, dass wir anhören bleiben in Motorsprechen. Das wird schaffen, das kommt wieder. Das ist auch so, was sehr viel mal so, der Bund kommt, dass das Messplatz von der Mama kommt, entsteht von Futter, wenn es dort ist, was bei der Mama leichter kommt als bei dem Futter. Und so, ich probiere manchmal, dass merken den, was ich komme, dass hei wird das Geschenk geben. Wie Eviana schafft das dann uns nicht, wenn Eviana gleich dann bloß erhaftet von Grandpa, nicht von Grandma. Das kann sie nicht verdrehen. aber ich gleich dort, wenn hei die Kinder der Geschenke jeft, oder wenn hei die Kort, ob eine Kortenanschrift, was wie das Kind geben will zum Geburtstag, wenn es dort ist für die Kinder noch viel Dollar special als wenn die Mom dort hat. Das bringt ein Hech. Wenn es wie vorher, wie für jeden davon, wie kommen die gleich da, das
Der Wort fehlt dort nicht noch. Hast du was erreicht? Das ist unsere Freude. In der Tschinger, besonders wenn du in die Jugendjahren ankommst, dann beleben die Olien nur manch Menschen wie ein Dulder Antwort. Wer wird ent noch eine Hecht haben? Das ist der Futter, nicht? Ja, und du kriegst so, wenn du dann in der Jugend Trouble hast, wenn wir uns Eltern durchstehen in der Tschinger durchleiden, womit er die Freunde umgehen, wenn die ihn so behandeln, dann wo sei dann kann, damit umgehen, so eine Dinge dort, dass sie können gesund abwachsen, eben in der Trouble Welt. Wir haben so eine Hirte, wo der Daddy dann ein kleiner Sattel schreibt, morgens, für heute Arbeit für. Vielleicht bloß, ich liebe die, ich wünsche dir einen schönen Tag. Aber ein kleiner Mädchen, der dort in Stadt hat, im Lunchkit nennen. Und den Jungen oder dem Jahr, er ist es da, wenn sie nur in der Schule fährt. Und so dann fängt sie dort wieder Schule, wenn sie erst ein Eten aufmerkt, dann, ah, hier ist ein Sattel von Daddy. Wort von einem großen Wunder, dort die Dohn haben und dort die Kinder so ein volles Vertrauen kriegen auf ihr Daddy. Dort Motor sprechen. So, dieser Weg für Jüntus ein Sattel schreiben. Die Kinder haben mit einem Sattel geschrieben. Die wollen gerade wissen, was sie tun, was sie fehlt, wenn sie in die Schule gehen oder wat, wo die Maut fehlt. So, bloß ein bisschen durchhauen, was dein Kind fehlt, mit einem Sattel geschrieben. Für die Kinder, die lesen können, in der Wiss. Die, die nicht lesen können, finden die vielleicht irgendwas, was sie tun können. Ja, dann ein bisschen, was nicht mehr, was ihnen interessiert, das Motorcycle oder ein. Eine Blume daran. Wenn Gott würde den Film noch geben an der Uina. Oder vielleicht ein Bild machen, hier ist Daddy, der Grote, und hier ist die Kleine, und hängt auf die Fuß. Irgendwas.